Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Borderlands 1, alter Schwede, und wir werden hier gerade angegriffen, weil die Viecher respawned sind. Ah. Ja, wir haben zu lange gewartet und zu lange gequatscht. Jetzt mussten wir einfach mal hardcore-mäßig die Folge starten. Aber naja. Oh! Ein gutes Schild gefunden. Cool. Na, immerhin. Hat sich schon mal gelohnt, auf den Respawn zu warten. War alles geplant. Ja, natürlich. So, wir müssen ja wieder zurückrennen, weil wir uns ein bisschen verschätzt haben. Ja, wir haben ein bisschen erkundet, sagen wir es so. Ach so, so. Ja, wir sind ein bisschen losgelaufen, um halt so ein bisschen Loot zu finden und so weiter. War halt alles geplant. Hat sich auch gelohnt. Also ich habe einen Sirenen-Skill gefunden, Skill sage ich schon, Mod. Der war richtig gut. Oh Gott. Ja. Aber ich hatte ihn schon. Ja. Ich warte mal auf dich, ne? Bessere Ausführung. Oh Gott. Wer oder was ist das? Ein Freund. Hab ich eingeladen. So. Brüll doch mal, mein Kleiner. Schießt der nicht? Weiß ich nicht. Nein, wie komm ich mit durch? Er ist auf dem Dach. Er ist auf dem Dach. Was? Au, er hat mich getroffen irgendwie. Crazy. Achso. Hätte ich mal was verloren. Wie asozial. So, ich verbrenne sie alle und vergifte sie alle. Hoho. Okay. Dann gucken wir mal, wo wir diesen Kram finden, ne? Moment. Ja, erstmal muss ich meinen Mod verkaufen, den ich gefunden habe, und bin ich sehr stolz drauf. Na gut, ich kriege immerhin 3.700 zurück von meinen 37.000 investierten. Na siehste, ist doch nicht so schlimm. Ah, 10%. Ich bin so glücklich. So, hat er denn was Neues für mich? Boah. 27% Teamschildkapazität. Na, ich sehe schon. Unverwüstlichkeit, Teamresistenz gegen Entzündung. 44% Elektroschockschaden hat der nächste. Was? Naja, aber im Endeffekt 90.000? Ne. Also hätte ich gar nichts mehr an Geld. Da warte ich lieber, bis ich meinen nächsten Mod finde, der wahrscheinlich genauso gut ist. Wie meiner, den ich jetzt habe. Ja, das war tolles. Es macht so viel Spaß. Wieso können wir hier durchlaufen? Also kann ich durchlaufen. Bist du bereit? Ich bin bereit, ja. Nein. Nein, drück weg. Was? Schnellreisen könnten wir noch machen. Obwohl, wir wissen nicht, wo das Ding ist, ne? Stimmt. Richtig. Das ist alles okay. Alles gut. Freunde, ich habe keine Fehler gemacht. Ich mache keine Fehler. Natürlich nicht. Ich muss nicht mal mit Kimmer und Korn kämpfen. Wozu hat das Ding überhaupt ein Visier? Keine Ahnung. Ja, wir werden vorbeischauen. Da liegt irgendwas. Irgendwas zum Feuerschaden. Aber irgendwas Schlechtes. Ach, das waren zwei Knallharte. Ich dachte, was fährst du dahinter? Oh, hast du jetzt tatsächlich die Pistole aufgehoben? Ich habe erstmal alles aufgehoben. Weil, kannst du gleich haben, wenn du willst. Weil ich glaube, die war besser als meine. Also je näher ich komme, umso stärker wird meine Waffe. Was mir als Sirene natürlich nicht viel bringt. Pistole. Danke. Was verkauft er denn hier für Waffen? Eine Shotgun. Gar nicht mal so schlecht. Nee. So gut ist hier leider nicht. Eine Doppelpistole wäre cool. So. Naja, 7x53. Feuerrate extrem hoch. Static Rifle? Die sieht interessant aus. Die Static Rifle? Die nicht für mich. Also sieht interessant aus. Das ist wahrscheinlich scheiße. Weil ja, nichts für mich. 12er Magazin. Ja, guck dir mal den Griff an der Waffe. Was ist das für ein Spielzeug? Ja.
Ach so. Es ist ein normaler Rifle, nur ohne dieses Rückenhaltding. Deswegen sieht das so komisch aus. Sieht aus wie eine Spielzeugpistole. Stimmt. Gut, das nächste. Achso, das nächste Fragment. Ah, wir suchen das nächste Fragment. Wir sollten Chrome's Canyon später machen, das ist 25 und wir haben ganz viele 21er. Okay. Wir sind jetzt gerade im Westen, ne? Dann machen wir Feuerkraft. Marktkorrektur. Ah, was müssen wir da machen? Wir müssen. Munitionslage zerstört, da steht's ja schon. Munitionslager, okay. Übrigens, für die, die sich fragen, warum ich mir die ganze Zeit die Munitions-Upgrades jetzt nicht mehr hole, obwohl ich ja das Geld dafür habe, ist im Prinzip ganz einfach. Das Geld kann ich mir sparen, weil ich so eine Munitionsregeneration habe, dass ich das gar nicht brauche. Ich habe schon geguckt, wo es gibt, aber ich habe es nicht gefunden. Bist du dran vorbeigelaufen? Hat irgendwas gemiaut? Ist das auch gehört? Miaut? Hab ich gehört. Nur ein bisschen besser. Scheint, als wäre das hier. Wow. Ach, hier, wo wir schon mal waren. Ich hänge. Und die Vögel kommen auch noch dazu. Jetzt. Ich hänge immer fest hier. Du willst knallhart sein? Ich mach dich kaputt, Alter. Bam. Wo bist du hin? Ist weg. Ist verschwunden. Ich habe ihn so kaputt gemacht, dass er in der Zeit zurückgeflogen ist. Hilf das an. Ich habe einfach mal 1000 Munition für meine Waffe. Das ist crazy. Oh, das ist ein Knallhase. Okay. Da renne ich nicht hin. Hier ist noch eine Pistole, die ist nicht schlecht. Ja, ich komme gleich mal. Von hinten schießt uns auch einer ab die ganze Zeit. Ah, das ist ein Schläger. Bom. So. Okay, hast du angeguckt? Ja, ich hab's mitgenommen. Ist nicht so. Nicht so, nicht so. Immer ins Gesicht hinein. Ich hab verfehlt. Nice. Wieder einer weniger. Naja. So. Huch. Was hab ich noch gefunden? Ach, eine SMG, die scheiße ist. Ah, okay. Das ist ausgesehen wie eine Rifle. Ich find's auch geil. Ich müssen noch zwei Munitionslager finden. Achso. Ich find's auch geil. Ich hab gerade eine Shotgun gefunden, die ist scheiße. Und die heißt einfach mal Terrible Shotgun. Wow, ne? Er weiß ja, was los ist, ne? Bin begeistert. So, einer muss da oben sein, ne? Ja, ich sehe es auch gerade. Ich renne gerade mal hin. Sind sogar beide. Ah, sehr schön. Die explodieren. Das hätte ich dir auch gleich sagen können, aber da war es schon zu spät. So, da bist du wieder. Willst du angemerkt haben, dass die explodieren? Jetzt steckst du eben im Wagen fest, ne? Ja. Du brauchst nicht mit einsteigen. Wenn das Ding festhängt, geht's fest. Na gut. Hätte ja klappen können. Guck ich mal nach dem Quest. Man kann ihn aber nicht irgendwie schieben oder so, ne? Nicht nee. Wirklich. Bitte. Nee, auch nicht. Der Saboteur, Headstone-Mine. Achso, das können wir gar nicht machen, ne? Kingkiller. Wo haben wir das Ding? Okay, dann müssen wir zurück. Gut, wir brauchen einen Teleporter. Im besten Falle. Ja, schön wär's. Haben wir aber nicht. Der nächste würde zu weit weg sein. Wir müssen laufen. Okay. Ich bin ja zum Glück fix unterwegs. Das ist korrekt. Das ist korrekt. Das kann ich nicht abstreiten. Leider. Aber wenn Gegner kommen, habe ich natürlich ein Problem.
Immer schön auf dem Hintern drauf. Zack. Zack. So, kaputt. Oh, da ist noch einer. Zwei knallhart auf einmal. Oh Gott. So. Ah, die Bazooka ist schon schön. So, hier liegt noch eine Sniper. Ah. Wäre eigentlich eher was für dich. Naja. Aber macht halt kaum Schaden. So, viermal. Viermal 114 ist doch nicht schlecht. So. Dann nimm du die. Ich guck mal kurz wegen der Zielgenauigkeit. Das habe ich vergessen zu gucken. Sehr gut war die sogar. Besser als meine sogar. Jo. Nee, gar nicht schlechter als meine. Ich habe sie ja schon ausgetauscht. Ja, aber nicht viel, glaube ich. Ja, nicht viel, aber es ist gut, ist gut. Willst du die andere Feuer-Sniper haben? Mach mal, zeig mal, sag mal. Weil die habe ich ja auch erst gefunden hier. Oh, wie ruhig das Ding ist. Es ist einfach komplett ruhig. Ich schwanke kein bisschen. Komplett ruhig. Achso, doch, ich schwanke am Anfang ganz wenig. Und dann wird mein Visier ganz ruhig. Es schwankt kein Stück. Das ist cool. Macht hier aber auch nur beim Anlegen, ne? Ja. Und dann wird's auch ganz, ganz ruhig. Das ist die Zielgenauigkeit. Das ist natürlich super. Wo müssen wir lang? Hier runter, ne? Ja. Genau. Mein Facewalk sollte mal irgendwie länger dauern, habe ich so ein Gefühl. Aber das habe ich ja alles gar nicht geskillt. Weil ich zuerst den Schaden will, den puren Schaden. Ja, siehst du, ich hab's andersrum gemacht. Ich hab ja erst den Support-Kram. Hinter dir ist ein Vogel. Wo ist er? Komm, das ist ein einziger. Hab ihn. Nice. Ein Schuss. One-Hit-Wonder. Der geht auf mich, weißt du, ich, der unsichtbar war. Der hat auf gewartet, bis ich wiederkam. Hat dich wahrscheinlich gesehen und dachte sich, ach, das ist ja auch eine Sirene. Ich geh mal zur Sirene. Warum spawnen hier Viecher, obwohl du hier durch... Ah, weil du unsichtbar warst, ja, toll. Ich war unsichtbar, genau. Hinter mir, Hilfe! Du machst das schon. Ja, ja, ist klar. Ach, die kommen gar nicht hinterher. So, was gibt's denn so Tolles? Willst du eine Terrible Shotgun? So, Soldat, Soldat, Soldat. Ich bin glücklich, alles Soldat. Das ist irgendwie unheimlich, ne? Ja, irgendwie schon, aber ist nichts Tolles dabei. Ja, schon klar. Um dich da so ein bisschen zu beruhigen. Ich meine, du hättest ja schon verkauft. Hättest ja bestimmt schon öfter welche gekauft, wenn du irgendwas richtig Geiles hättest. Ja, also die ich jetzt momentan habe, ist eigentlich so die beste. Wenn du weitergehen möchtest, ich bin bereit. Da wollte ich dir gerade den Kopf schießen. Hat nicht mehr funktioniert. Borderlands funktioniert nicht mehr. Schöne Scheibenkleister. Das hört sich gerade sehr seltsam an, weil du abgehakt warst. Ja, Borderlands funktioniert nicht mehr. Ja. Schön. Frage ist, müssen wir jetzt den ganzen Weg nochmal laufen? Ich hoffe es mal nicht. Ist das die Quest, die verbuggt ist, die wir gerade gemacht haben? Weiß ich nicht. Aber können so viele verbuggt sein? Ich bin weitergekommen. Tower hat das Spiel verlassen. Vielleicht lag es ja tatsächlich nur an mir oder so. Ich starte gerade mal schnell neu. Kann ich dich irgendwie einladen? Ich kann dir auch einfach beitreten. Ja? Denke ich mal. Sei gegrüßt! Helena Pierce hat weitere Jobs für dich in New Haven! Oh, wir haben neue Missionen verfügbar. Ja, warte ganz kurz, bitte. Ja, ich warte schon die ganze Zeit. Immer mit der Ruhe, immer ruhig sein.
Alles wird gut, solange du ruhig bist. So. Ich baller mich hier ein bisschen durch die Gegend. Die 3 XP werden schon nicht stören, oder? Doch. Auf jeden Fall. Aber wie schnell die schwach geworden sind hier. Das ist echt faszinierend. Ah, die Kreaturen von Pandora werden stärker. Weil wir... Achso, meinst du, weil ich raus war? Ja, du kommst jetzt dazu und jetzt ist es stärker geworden. So. Wo bist du jetzt? Ich bin... Ah, hier. Ach, da. Hast du alles immer noch? Questmäßig? Ja. Sehr schön. Oh, wir haben neue Missionen hier am schwarzen Brett. Genau, und Mrs. Big Boss hat auch noch eine Quest für uns. Okay. Also Two-Face. Miss Two-Face, muss man dazu sagen. Dann gehe ich mal ins schwarze Brett. Wenn du hier nicht findest, was du suchst. So, wir kriegen ein SMG, die nicht wirklich gut ist. Okay. Und ich habe hier am schwarzen Brett eine Mission, die können wir annehmen. Vermisste Person heißt die. Okay. So, wo war jetzt Mr. Face? Du schon abgegeben, die SMG meintest du gerade, ne? Mhm. Die wir bekommen haben. Okay. So, muss mal ganz kurz in den Laden. Oh, es gibt eine SMG hier zu verkaufen übrigens. Helena möchte, dass wir 1A Jack töten und ihr sein Auge bringen. Also das, was übrig ist wahrscheinlich. Okay. Wow. Wow. Du solltest dir überlegen, diese SMG zu kaufen. Bis bald. Aha. Ich komme rüber. Ich meine, sie hat keine Dingensschäden, aber ja, 89 mal 2 Schaden. Das ist schon krass. Plus 70% Schaden. Aber kostet halt 144.000. Das ist... Naja, ja. Ganz schön heftig, ne? Krieg ich nicht hin, es sei denn, du wirfst mir noch ein paar Waffen, die ich verkaufen kann. Ich habe leider keine, die ich dir geben kann. Wenn ich ganz ehrlich bin, könnte ich sie dir kaufen. Ja, nee, muss nicht sein. Halb so wild. Okay, okay. So, was machen wir jetzt erstes? Vermisste Person. Oh Gott, wir haben so viele Quests, ich kann mich gar nicht entscheiden. Wir machen erstmal das, was wir geplant hatten, ne? Was hatten wir geplant? Ich weiß es nicht. Hier wollten wir hier nicht kommen. Tetanus waren. Was machen wir jetzt? Was wollen wir machen? Tetanus waren. Glaube ich, stand da. Achso, das ist die Region. Tetanus Varen. So heißt die Region. Und Säurekristallernte. Ah, okay, alles klar. Tetanus. Ich und Tau, wir holen uns heute Tetanus. was wir eigentlich machen wollten, war einfach nur die 21er-Quest hier zu machen. Ja, das gehört dazu. Okay, alles klar. Können wir hier nicht irgendwo Autos kriegen? Keine Ahnung, ich bin schon weggeflitzt. Okay, ich komme einfach mal hinterher. Oh Gott, die werden immer größer! Komm her! Ja gut, die sind nicht stark. Die werden immer größer. Das wird immer unheimlicher. Die explodieren alle. Ach, was Blaues gedroppt. Oh, Sirene-Klasse! Ich finde Sachen für die Sirene! Ich meine, es war scheiße, ein Mod für die Sirene. Es war zwar scheiße, aber ich habe etwas gefunden. Ich bin begeistert. Kannst du dir das vorstellen, dass ich Sachen finde? Schon krass. Ist der Zero wieder im Glück? Ist der Zero wieder im Spiel? Kann es nur besser werden? Ich glaube ja. Naja, schlechter kann es auf jeden Fall nicht mehr werden. Mal. Ja.
So, haben wir irgendwo noch Kisten zu versteckt? Ich glaube nicht. Ich glaube, hier hoch kommen wir nicht. Nee. Ich habe einen Kühlschrank gefunden. Mit Munition. Die wir irgendwie nie brauchen. Ich bin wieder fast gestorben. Ich hab schon gemerkt. So, gehen wir mal rüber. Das Ding hat voll so eine Reichweite, Alter. So abnormal, die Explosionsfässer. Naja, wenn du direkt dran stehst, dann ist das meistens schon ein wenig schlecht. Ja, ich war ja nicht direkt dran. So, was gibt's denn hier Schönes? So, ja. Berserker, Soldat. Aber immer nur dieses ultra schlechte Soldat-Ding. Tja. Das sind schon die ersten Kristalle. Wir dürfen wieder Kristalle abballern. So, das waren die ersten 5. Ich bin ja eigentlich recht flott. Du hast den Kühlschrank nicht aufgemacht. War sowieso eine Munition drin. Deswegen. Einer fehlt. Ach da. Das hier sieht schon nach Lootkiste aus, oder? Ja. Oh ja. Hier ist auf jeden Fall ein Klo. Gut beobachtet. Gut beobachtet. War nur eine Toilette. Aber es war für dich sehr hilfreich. Ich gebe zu, es war hilfreich. Munition. Ja. Ich habe übrigens gerade ein Problem. Ne? Bei mir funktioniert das Spiel nicht mehr. Ich habe epische Grafikbugs. Egal, die aber Zeit ist eh um. Epische. Alter Schwede. Was ist denn bei dir los? Ich hab epische Grafik. Alter, was ist denn jetzt kaputt? Ich hab mal richtig übel. Ich kann nichts mehr sehen. Gar nichts mehr. Du läufst doch irgendwo in der Ecke. Ha, jetzt kann ich wieder. Nein, jetzt, nein, jetzt. Guck ich hier nach rechts, kann ich alles sehen. Guck ich nach links, kann ich nichts mehr sehen. Ist ja crazy. Ich darf nur noch so laufen. Na gut, wir machen die noch fertig, dann beenden wir die Folge und du kannst mal neu starten. Da! Ich darf da nicht hingucken. Nein, das ist gemein. Alter, was soll denn das? Ich seh nix. Mann, jetzt hab's geregelt. Oh, hier ist ein Claptrap. Ja, wie gesagt, Claptrap. Ja, den machen wir in der nächsten Folge. Ja, gut. So. Dann wünschen wir Tau viel Glück bei seinen Eskapaden. Und dann sehen wir uns morgen wieder zu einer neuen Folge. Haut rein. Euer Zero. Tschüss.